Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Freitag, der 12. Februar. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und starten mit der Box um die psychologische Marke von 14.000. Also 14.007 gehen wir long oder 13.992 gehen wir short. Wir haben eine Gap, eine Kurslücke von 23 Punkten. Das ist der erste Trade dann für heute Vormittag, beziehungsweise die erste Order. So, wir bleiben in dem Chart, schauen uns mal die Blue Boxen von gestern an. Mach das mal ein bisschen größer. Dann sehen wir 17 Punkte, 32, 41, 36, also recht große Boxen gestern gewesen. Wir gehen in den Vola, in die Vola-Boxen rein, wechseln mal hier auf den 5-Minuten-Chart, dann sehen wir das ein bisschen besser. Wo sind die Volas? Gestern hier, gestern früh um den Daily Pivot, da haben wir auch getradet, dann hier rein und danach sind keine Vola-Boxen mehr gewesen. Wir gucken mal und schauen mal auf die Vola-Boxen, wie sie heute reinkommen. 14.063, also sind ein Tickchen höher, oder 13.911. Das sind die Preisbereiche, wo wir idealerweise die Fallen platzieren, nach oben oder nach unten hin. Okay, dann starten wir mit den heutigen Silberpreis. Silberpreis ist aktuell der Chart hier bei 27,02. Im DAX auf Tagesbasis sind wir hier bei 13.993. Es ist 8:41 Uhr. Wir sind short im ersten Trade, Big Number Trade. Und jetzt starten wir nochmal durch und fangen an mit Bitcoin. Wo sind wir stehen geblieben? 47.416. 416. Ja, wir haben gestern ja nochmal neue Highs hier erlebt in den Markt. Ziehen wir das Ganze ein bisschen höher. 48.792. So. Okay, wir waren im DAX, gehen auch hier mal in die Vorlage Kijuns in Tagesstrategie Pro rein. Auf Daily-Basis sehen wir hier relativ klein. Auf Wochenbasis ist die Wochenkerze blau mit einer Sonne oben drauf und das Retracement ist auf jeden Fall da. Und jetzt gehen wir mal in die amerikanischen Märkte rein. S&P 500, All-Time-High, also da steigt es weiter. Technologiebörse, Nasdaq und wer glaubt es, auch hier All-Time-High. Öl 57,68 steigt auch weiter, also alle Börsen positiv aktuell. So, dann haben wir Gold und einmal Silber. Silber schon gesehen. Und Palladium haben wir hier, Bitcoin haben wir auch schon gesehen, also sind einmal durch. Und das ist der Goldpreis 1820. Jetzt habe ich gehört, dass wir auf 4 Stunden eventuell einen Kijun und Sam Trade haben. Schauen wir uns das mal an. 4 Stunden. So, das ist ein altes Signal, Janet. Das Originalsignal war hier schon. Trotzdem. Hast du recht, wer Gold zum Wochenende traden möchte, short, dann wäre das Signal heute jetzt auf 4 Stunden da. Okay, wir sind short im DAX im ersten Trade. Der Trade läuft, unser Gewinnziel liegt bei 81. 86 jetzt gehandelt. Die zweite Order, die Gegenorder liegt bei 14.007. So, wir sind short im DAX und ein Punkt hat gefehlt und wir sind in der Blue Box und ich übergebe jetzt das Wort an Christoph. Melde mich gleich nochmal.
So, 13,99 bei mir die Öffnung, knapp unter 14.000. Einmal ganz kurz, wir sind raus aus der Big Number. Das war der Eröffnungstrade für unser Videotagebuch Big Number und wir sind die Vola-Boxen. Sind wir auch gleich auf der linken Seite raus. Also Vola-Box 79. Fehlt noch zwei, drei Punkte. Ich verabschiede mich kurz bei den YouTubern. Ja, das ging heute sehr, sehr fix. Wir haben den Big Number Trade nach Hause gebracht. Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter und wir hören uns dann Montag wieder. Und ich übergebe das Wort kurz den Christoph.